So, wir wollen sehen, dass wir weiterkommen hier in der Realgeschichte. Es müsste dies heute das 16. Video zum vierten Kapitel sein. Und irgendwann wollen wir da ja auch mal durch sein. Heute treten wir mit unserem Narrativ in den Zweiten Weltkrieg ein. Allerdings, wer das ein wenig verstanden hat, was wir hier betreiben, wer die Strukturen und die Hintergründe dieses Staates verstanden hat, der weiß, dass man eigentlich als rechtschaffender Mensch, der einer ehrlichen Arbeit nachgeht und der mehr oder weniger zufällig in dem einen oder dem anderen Staat lebt, niemals sprechen würde, wir befinden uns im Krieg, sondern man würde immer sagen, der Staat, in dem ich lebe, befindet sich im Krieg. Und man würde das weit von sich weisen und sagen, dass man damit überhaupt gar nichts zu tun hat. Denn es sind Staaten, haben wir gesagt, die Kriege miteinander führen und nicht Gesellschaften. Das ist sozusagen eine historisch-strukturelle Grundtatsache, die wir immer im Auge behalten sollten. Und gerade auch dieser Tage. So, das heißt, wir befinden uns in unserem historischen Narrativ da, wo der deutsche Staat sich in den Krieg begibt und man muss ja sagen, beinahe mit der ganzen Welt. Was ja an sich schon ein Irrsinn ist. Ich meine wohl, es war im vorletzten Video eine Vorrede gemacht, wo ich ein wenig Parallelen gezogen habe vor 90 Jahren und heute, also sozusagen am Vorabend des Nationalsozialismus, wo die Weimarer Republik zugrunde geht und eben heute, wo wir ja sehen, dass diese real existierende BRD, also die zweite Republik, jegliche Kredibilität verbraucht, verspielt hat und wo ihre Legitimationsgrundlage ja nur noch in Spurenelementen nachzuweisen ist. Und wir hatten dann gesehen, dass sich da auch, was die ökonomische Situation betrifft, bestimmte Ähnlichkeiten aufzeigen lassen. Und ich hatte dann verschiedene Szenarien vorgestellt, was in unserer heutigen Situation passieren könnte, wenn es zu Versorgungsengpässen kommt und wenn sich die Situation in dieser Gesellschaft weiter zuspitzt. Und da hatte ich ja Verschiedenes aufgeführt, dass es Minderheiten sind, denen sozusagen der Sündenbock wieder einmal zugeschoben wird, dass es verschiedene Bruchstellen in dieser Gesellschaft gibt, ethnische, kulturelle, politisch-weltanschauliche und so weiter. Und dass es eher unwahrscheinlich ist, dass sich die Stoßkraft eines möglichen Protestes, einer möglichen Erhebung tatsächlich gegen den Staat und gegen die Regierung richtet. Und ich möchte das heute noch mal ein bisschen spezifizieren, noch ein bisschen genauer ausführen. Ich beobachte ja durchaus die Diskurse, die Debatten, wenn man das so nennen will, die in den sozialen Netzwerken stattfinden. Und ich habe eine lebhafte Vorstellung davon, wie sich Konflikte im Inneren auswachsen könnten. Und zwar aufgrund eben dieser Mindsets, die ich da beobachte. Es ist ja bei den allerwenigsten die Fähigkeit vorhanden, tatsächlich die Dinge systematisch und strukturell zu betrachten und auch über gewisse historische Spannen zu überschauen, was einen ja allererst in den Stand versetzt, etwas überhaupt beurteilen zu können, etwas Soziales, Gesellschaftliches, Staatliches, allererst beurteilen zu können. Die Menschen sind in ihrer Ohnmacht teilweise eher hilflos unterwegs und auch nicht mit dem intellektuellen Rüstzeug ausgestattet, das tatsächlich verstehen
und bestehen zu können. Und in diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal auf diese gesellschaftlichen Bruchstellen zu sprechen kommen, von denen ich, ja, ich meine, es war die Vorrede im vorletzten Video gesprochen hatte, und eben auch auf die Gefahr, dass bestimmte soziale Gruppen wieder als Sündenbock herhalten müssen, wie wir das ja auch am Vorabend des Nationalsozialismus bzw. am Ende der Weimarer Republik, am Ende der Ersten Republik erlebt haben. Und ich sage ja verschiedentlich, dass nach meiner Analyse wir uns eben auch gerade in dieser Stunde in einer Spätphase der Zweiten Republik befinden. Nun, also was ich sehe, ist ja, dass bestimmte Minderheiten auszumachen sind, um die ich mir dann auch Sorgen mache, in der Tat. Also da ist ja diese LGBT, was weiß ich da, also Schwule, Lesben, Transsexuelle und so weiter. Darauf haben sich ja diese, ich sage mal, im alternativen, konservativen, eher rechtsgerichteten Spektrum befindlichen Kreise sehr stark eingeschossen. Da sehe ich in der Tat eine Gefahr. Und es ist ja so, das muss man ja sehen, dass die Regierung und der Staat diese LGBTG, ich weiß gar nicht, Agenda auch nach Kräften pusht. Und da muss man sich fragen, warum das so ist. Darauf gehe ich gleich nochmal ein. Also das wäre so eine Minderheit, die da sehr schnell in eine prekäre Situation geraten könnte. Das andere sind die gesellschaftlichen Bruchstellen, natürlich dort die ethnischen und die kulturellen. Also gerade seit 2015, aber eigentlich auch schon davor, sind ja die Tore weit gemacht worden und es sind ja sehr viele Menschen aus fremdkulturellem Hintergrund hierher gekommen und auch ein Stück weit ja angezogen worden. Und das war auch wiederum eine staatliche Agenda. Man muss sich dann auch fragen, warum ist das so? Also das ist eine gesellschaftliche Bruchstelle, die ich sehe, wo es eben zu ethnisch-kulturellen Konflikten kommen könnte. Und sowohl diese Agenda schwul, lesbisch, transsexuell und so weiter, als auch die Agenda hier, ja, eine unregulierte, unkontrollierte Migration nicht nur einzuleiten, sondern ja auch Vorschub zu leisten. Das geht ja beides auf das Konto des Staates. Und man kann es so sehen, dass diese Agenda in dem Moment eines Konfliktes eben aufgeht. Dass also, wenn die Unzufriedenheit einen gewissen Level übersteigt und sich jetzt ein Ventil sucht, diese Gruppen gegeneinander in Stellung gebracht werden. Und dass die Energie, die ja letztlich eine systemverändernde Energie sein könnte, sinnlos verpufft, weil sich da irgendwelche ethnischen, politisch-weltanschaulichen, kulturellen, in ihrer Orientierung anders gerichteten Gruppen aneinander abarbeiten, die ja allesamt unter diesem staatlichen Regime dann in dem Moment der Unterversorgung oder was auch immer dort eintreten sollte, gebrechen. Aber die Spitze richtet sich dann eben nicht auf Systemveränderung, sondern sie verkämpfen sich da untereinander und geben dem Staat sogar noch eine Legitimation, als Ordnungsmacht aufzutreten und in dem Moment dann wahrscheinlich rabiat aufzutreten, also die Gewaltmittel des Staates rabiat gegen die Bevölkerung in Anschlag zu bringen, mit der Legitimation zu sagen, ja, sonst hätten die sich ja die Köpfe eingeschlagen oder hätten da, was weiß ich, so weiter angerichtet. Und die Menschen aber, die ich beobachte in ihren Diskursen, sind so eingefahren in ihrer Ohnmacht, dass sie das gar nicht überschauen können, dass sie das gar nicht überblicken, dass sie nicht über den Tellerrand schauen, dass sie sozusagen in ihrer Frustration
in ihrem Affekt irgendjemanden suchen, an den sie das dann abreagieren können, ohne noch überhaupt die Muße und die Weitsicht zu haben, das einmal strategisch zu überblicken. Und auch hier haben wir wieder durchaus Parallelen zu der Zeit vor 90 Jahren. Das muss man eben sagen. Und diese Diskussion, die ich auch manchmal habe in den sozialen Netzwerken, verursachen mir auch erhebliche Unlust, weil es schlechterdings unmöglich ist, diese Leute, die da in irgendwelchen Mustern verfahren sind, auf die systemische, strukturelle Ebene zu heben und ihnen sozusagen das Handwerkzeug an die Hand zu geben, zu verstehen, was gerade passiert und in welcher Zeitqualität wir uns hier befinden und in welcher historischen Stunde und in welcher Schicksalsstunde wir uns hier befinden. Und das gilt eben auch, diese Unfähigkeit, Strukturen zu erkennen, systemische Imperative zu erkennen, das gilt eben auch für die Personalisierung politischer Vorgänge. Also da schießt man sich dann auch auf einen bestimmten Minister ein, also auf einen bestimmten Gesundheitsminister oder auf einen bestimmten Wirtschaftsminister oder auf eine bestimmte Außenministerin. Und wünscht dem oder der, was weiß ich, an den Hals, also ganz atavistische Ressentiments, ohne zu erkennen, dass selbst wenn jetzt dieser eine Minister aus dem Weg geschafft würde, dann würde halt ein anderer kommen und würde die gleiche Agenda fortsetzen. Ja. So wie es in den Jahrzehnten der real existierenden BRD eben immer gewesen ist. Ganz egal, welche Regierungskonstellation da gerade an der Macht gewesen ist. Und ganz egal, welcher Kanzler oder welche Kanzlerin da auf dem Kanzlersessel saß. Und obgleich das so offenkundig ist, wird es nicht erkannt. Und das wiederum macht dem Staat und den Funktionseliten es allzu einfach, dem Massengeschmack etwas vor die Füße zu werfen und sie damit jedenfalls für einige Stunden oder Tage oder Wochen ruhig zu stellen. Ja, dann wird eben einfach eine Personalie geopfert, also einer muss dann seinen Ministerposten abgeben und die Meute geifert und kühlt ihr Mütchen daran, ohne dass sich das Geringste an der Agenda und den Strukturen geändert hat. Also, wie ich es beobachte, in der Breite eben auch bei den unzufriedenen Massen, sie verdienen sich gerade redlich, dass selbst wenn es zu einem wirtschaftlichen Zusammenbruch kommen sollte, das Regime einer bevormundenden, kontrollierenden, sie entmündigenden Demokratie, die keine ist, in Anführungszeichen, dass sie weiter fortbesteht. Also da ist wirklich wenig, das Hoffnung oder Zuversicht in diesem Moment erzeugen könnte. Und ich will eben immer wieder daran erinnern, wenn wir von diesen Parallelen sprechen, die es in der Geschichte gibt, und wenn wir davon sprechen, dass ein Neuanfang immer auch eine Chance ist, aber die Voraussetzung dafür wäre natürlich, dass man schon mal verstanden hat, wie man da hingekommen ist, wo man heute steht. Und das sehe ich eben in der Breite nicht. Bei Getter, wo ich ja eben so ein bisschen unterwegs bin, das ist auch ambivalent. Also dort wird wenig weniger gelöscht.
Das stimmt. Aber es ist in der Tat, ich muss es leider sagen, eine Echokammer. Es gibt da einige Leute, die da kontinuierlich wirklich instruktive Nachrichten verbreiten, die man eben in den MSM nicht bekommt. Und das ist auch hilfreich. Aber es gibt viel zu viele, die sich da hinter irgendeinem Avatar verstecken und ihre Ohnmacht dann durch Verbalradikalismus Luft machen. Also das ist überhaupt nicht konstruktiv, das bringt überhaupt gar nichts und es ist in den meisten Fällen leider, ich muss es so sagen, Zeitverschwendung, sich da auf irgendwelche Diskussionen überhaupt einzulassen. Ich weiß selber noch nicht, welche Konsequenzen ich daraus ziehen soll, ob ich es mal wieder mit Twitter versuchen soll. Also davon hatte ich mir einen kritischeren oder auch einen aufgeklärteren Diskurs erhofft. Das sieht aber nicht so aus. Da haben wir einmal die US-amerikanische Schiene. Dort setzen sie alles auf ihren Heilsbringer Trump. Das ist da ganz deutlich. Das ist ja bei uns aufgrund des politischen Systems nicht möglich, weil wir eben keinen volksgewählten Leader haben. Und es wäre ja auch schwer vorstellbar, wer sollte das überhaupt machen? Wir haben ja, horrible dictu, gar keine Person mehr von Format, wo man sich vorstellen könnte, dass die oder der mit politischem Verantwortungsbewusstsein, mit Expertise und Augenmaß hier überhaupt etwas richten könnte. Also das kommt für uns so nicht in Frage und es gibt dann einige, die laufen dann der AfD hinterher und sehen da irgendwo eine Zukunft, was natürlich auch nicht der Fall ist. Es ist eine Partei, die kurz davor steht, zur Systempartei zu werden, wie eben alle anderen, die in ihren Anfängen durchaus auch mal innovativ und an den Rändern, auf welche Art und Weise auch immer systemverändernd, daher sprachen, aber die dann sehr bald eingenordet und in das System integriert worden sind. Also da, ja, da bin ich ein bisschen enttäuscht, aber gut, was soll man machen? Die Leute bewegen sich auf ihrem Bewusstseinsniveau und ich hatte das, glaube ich, in meinem letzten Video gesagt, bilden kann sich jeder Mensch nur selbst. Und wir sehen wieder einmal, dass wir soziale Wesen sind, die in Interaktion aneinander gebunden sind, auch wenn das in den meisten Fällen kein Spaß ist. Und wir sehen, es bewahrheitet sich das, was ich immer wieder sage, Staat und Gesellschaft sind kommunizierende Röhren. Und wenn der Staat die Menschen in die Untertanenrolle herabdrängt, wenn er sie nicht an dem politischen Leben partizipieren lässt, dann werden sie halt, solange sie sich daraus nicht befreien, unmündig, zunehmend unmündiger und irgendwann fehlt dann tatsächlich in der Breite auch das politische Bewusstsein, die politische Idee, irgendetwas noch verändern zu können und möglicherweise befinden wir uns in einer solchen Situation, so tragisch das ist. Man muss das ja als Sozialwissenschaftler oder als Historiker, muss man das ja immer auch konstatieren, auch wenn es nicht unbedingt angenehm ist. Und das ist ja, ich hatte das schon einmal gesagt, der kleine Benefit, den man noch hat, wenn man sich eine dieser fröhlichen Wissenschaften zu eigen gemacht hat, dass auch die widrigsten und unangenehmsten Situationen und sozialen Interaktionen für den, ich sage in dem Fall Soziologen, immer noch einen erkenntnismäßigen Mehrwert haben. Also das ist dann letztlich ein schwacher Trost bei aller Bedrückung und in dem Verhängnis, in dem wir uns nun einmal wiederfinden. Ich habe mich schon einmal umgesetzt, jetzt steigen wir also ein. Der Zweite Weltkrieg steht bevor in unserem Narrativ. Wir beschäftigen uns damit, wie die Nazis im deutschen Staat oder wie sie, indem sie sich den deutschen Staat zur Beute gemacht haben, hausen. Und wir schauen uns an, dass sie
sehr wohl in den Innereien dieses Staates gewusst haben, was sie tun. Wir setzen also ein mit 4.43 1939. Polen fühlte sich die gegenwärtigen militärischen Kräfteverhältnisse verkennt gestärkt und war weniger denn je bereit, in der Frage Danzigs und des Korridors Zugeständnisse zu machen. Hitler wollte Krieg. Jetzt sollte er ihn haben. Der Nicht-Angriffs- und Konsultationspakt mit der Sowjetunion vom 23. August 1939, der sogenannte Hitler-Stalin-Pakt, erhöhte allerdings den Einsatz auch für die Westmächte erheblich. Nicht von ungefähr reagierte England mit der Mobilmachung. In einem geheimen Zusatzprotokoll teilen Hitler und Stalin schon einmal ihre Interessensphären in Osteuropa auf. Mochte dieses von Ribbentrop und Molotow ausgehandelte Vertragswerk Hitler im Osten zunächst auf freie Hand verschaffen, musste eine solche Bündnispolitik doch fadenscheinig erscheinen für einen Mann, der angetreten war, Deutschland und Europa vor dem Bolschewismus zu bewahren und außerdem erklärtermaßen mit seiner verschrobenen Lebensraumideologie durchaus Absichten in der russischen Interessensphäre hegte. Wir ahnen schon, nachdem die Friedensbekundung dieses deutschen Kanzlers aus dem Spätjahr 1938 im Frühjahr 1939 schon wieder Makulatur waren, dass es das seiner Politik nicht zu trauen ist. Nach einigen Grenzscharmützeln noch im August marschierte die Wehrmacht am 1. September 1939 in Polen ein. Wie bei vielen Konflikten vorher und nachher benötigte man zur propagandistischen Aufpeitschung der Heimatfront und Verwirrung der internationalen Öffentlichkeit ein Narrativ, das den kriegerischen Aspekt weniger aggressiv erscheinen ließ, als er tatsächlich war. Hier war es der von deutschen SD-Leuten vorgetäuschte polnische Angriff auf den Sender Gleiwitz am späten Abend des 31. August, der es Hitler erlaubte, tags darauf zu erklären, Quote, seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen, Endquote. Heil jubelten sie ihm entgegen und reckten den Arm zum deutschen Gruße, wie sie es bis dahin und bis ganz zuletzt tun würden, bis in den Untergang, der hier seinen militärischen Ausgang nahm. Die Polen mussten schnell erkennen, dass sie die eigene militärische Kraft und das Beistandsversprechen Frankreichs und Englands maßlos überschätzt hatten. Zwar erklärten England und Frankreich Deutschland am 3. September tatsächlich den Krieg, dieser Beistand für Polen war zunächst aber eher moralischer Natur, ohne dass es zu diesem Zeitpunkt und auf lange Jahre hin auf militärischen Beistand hoffen konnte. Der Fall Weiß, so der Deckname des deutschen Feldzugs gegen Polen, war da hingegen bis ins letzte Detail geplant und wurde nun vom überlegenen deutschen Militär äußerst effektiv umgesetzt. Die polnische Luftwaffe wurde zumeist noch am Boden zerstört und die Nachschubwege abgeschnitten. Ab dem 17. September rückten auch die sowjetischen Truppen in Polen ein. Nach 18 Tagen war Polen militärisch besiegt. Am 28. September 1939 schlossen das Deutsche Reich und die Sowjetunion einen Freundschaftsvertrag und besiegelten damit das Ende des polnischen Staates. Das Schlimmste stand der polnischen Bevölkerung allerdings noch bevor. Jetzt nämlich ermächtigte sich der deutsche Obrigkeitsstaat als Exekutor der kranken Nazi-Ideologie der ehemals polnischen Gebiete. Das westpolnische Gebiet wurde in die Gaue des Deutschen Reiches eingegliedert. Die restlichen Gebiete wurden zum Generalgouvernement erklärt. Tatsächlich verlief hier die Demarkationslinie zwischen der im Nazi-Jargon Welt der, quote, germanischen Herrenmenschen, endquote, und der Welt der, quote, slawischen Untermenschen, endquote. Kaum eine Population hatte dauerhaft stärker unter der Usurpation durch den deutschen Staat zu leiden, als die hier lebenden rund 12 Millionen Polen. Die Polen galten als, quote, minderwertige Rasse, endquote. Sie wurden entrechtet und misshandelt. Nur rund die Hälfte der Population sollte die Gründlichkeit des ideologiegetriebenen deutschen staatlichen Handelns dort überleben. Die Juden mussten sich kennzeichnen. Mit der bekannten Pedanterie deutscher Verwaltung wurde ihnen in Amtsdeutsch und polnischer Sprache angeordnet, dass sie eine Armbinde am rechten Oberarm zu tragen hatten. Blauer Zionstern auf weißem Grund. Der weiße Grund musste eine Breite von mindestens 10 cm haben. Die gegenüberliegenden Spitzen des Sterns mussten mindestens 8 cm voneinander entfernt sein. Deutsche Bürokratengenauigkeit, auch
auf der dem Humanum abgekehrten Seite staatlichen Handelns. Anordnung ist Anordnung, Befehl ist Befehl. Die willigen Helfer hatten nur pünktlich und genau zu exekutieren und nicht zu hinterfragen. Beamten- und Soldatenmoral. Servilität als Tugend des Staatsdieners hatten wir bei Max Weber gelesen. Nie hat sich eine verstehende soziologische Deutung der Geisteshaltung einer sozialen Schicht und Funktionsgesellschaft bitterer bewahrheitet als im ehemaligen Polen, wo jetzt der Generalgouverneur Hans Frank sein Unwesen trieb. Ein promovierter Jurist zumal und langjähriger Präsident der Deutschen Akademie für Recht. Von einem solchen deutschen Top-Juristen stammen tautologische Plattheiten wie, quote, der Nationalsozialismus ist Ausgangspunkt, Inhalt und Ziel des nationalsozialistischen Rechtsdenkens geworden. Endquote. Und wenn er sich einmal wieder vollkommen besinnungslos geredet hatte, konnte er zum Besten geben, unter Hitler sei der Begriff, quote, Liebe zum Führer, endquote, ein Rechtsbegriff geworden. Die ihm in Polen unterworfenen freilich standen außerhalb der arischen oder artverwandten Volksgemeinschaft und hatten ihr Recht auf Recht verwirkt. Sich regender Widerstand wurde mit systematischem Staatsterror und Sippenhaft beantwortet. Wenn er für je 7 erschossene Polen ein Plakat anschlagen lassen wollte, rühmte sich Frank 1942 in Krakau, dann würden die Bäume in Polen nicht für das Papier reichen. Alle polnischen Einwohner zwischen 18 und 60 Jahren wurden der Arbeitsdienstpflicht unterworfen. In hierzu eigens in den besetzten Gebieten eingerichteten Arbeitsämtern wurden sie erfasst. Aus diesem von der deutschen Arbeitsverwaltung angelegten Pool wurden die Zwangsarbeiter ins Deutsche Reich verschickt, wo sie in den Betrieben der deutschen Industrie als entrechtigte Billiglöhner mithelfen mussten, Görings Vierjahresplan zu erfüllen. Und der Leiter des Reichssicherheitshauptamtes, Reinhard Heydrich, setzte den staatlich betriebenen Kulturbuch ins Werk. Unter dem Dach dieser von ihm geleiteten deutschen Behörde vereinten sich nicht nur die Reichskriminalpolizei, der Inlands- und Auslandsnachrichtendienst, sondern dort war im Amt 4, Referat 4, unter anderem Adolf Eichmann mit der Endlösung der Judenfrage befasst. Bereits am 21. September 1939, ganze 3 Wochen nachdem zurückgeschossen worden war, machte Heydrich nachfolgende Mitteilung an die Chefs der Amtsgruppe des RSHA. Quote, als Siedlungskommissar für den Osten wird RFSS eingesetzt. Die Judendeportationen in den fremdsprachigen GAU, Abschiebung über die Demarkationslinie, ist vom Führer genehmigt. Jedoch soll der ganze Prozess auf die Dauer eines Jahres verteilt werden. Die Lösung des Polenproblems, wie schon mehrfach ausgeführt, unterschiedlich nach der Führungsschicht, Intelligenz der Polen und der unteren Arbeitsschicht des Polentums. Von dem polnischen Führertum sind in den okkupierten Gebieten höchstens noch 3% vorhanden. Auch diese 3% müssen unschädlich gemacht werden und kommen ins KZ. Die Einsatzgruppen haben Listen aufgestellt, in welchen die markanten Führer erfasst werden. Daneben Listen der Mittelschicht, Lehrer, Geistlichkeit, Adel, Legionäre, zurückkehrende Offiziere und so weiter. Auch diese sind zu verhaften und in den Restraum abzuschicken. Die seelsorgerische Betreuung der Polen soll durch katholische Geistliche aus dem Westen durchgeführt werden, die aber nicht Polnisch sprechen dürfen. Die primitiven Polen sind als Wanderarbeiter in den Arbeitsprozess einzugliedern und werden aus den deutschen Gauen allmählich in den fremdsprachigen Gau ausgesiedelt. Das Judentum ist in den Städten im Ghetto zusammenzufassen, um eine bessere Kontrollmöglichkeit und später Abschubmöglichkeit zu haben. Hierbei vordringlich ist, dass der Jude als Kleinsiedler vom Land verschwindet. Diese Aktion muss innerhalb der nächsten 3 bis 4 Wochen durchgeführt werden. Sofern der Jude auf dem Land Händler ist, ist mit der Wehrmacht zu klären, wie weit diese jüdischen Händler als Bedarfsdeckung der Truppe noch an Ort und Stelle verbleiben müssen. Folgende Anordnung wurde erteilt. Erstens, Juden so schnell wie möglich in die Städte. Zweitens, Juden aus dem Reich nach Polen. Drittens, die restlichen 30.000 Zigeuner auch nach Polen. Viertens, systematisch Ausschickung der Juden aus den deutschen Gebieten mit Güterzügen.
Endquote. 4.44. Und sie wussten, was sie tun. Da wurde in einer deutschen Behörde Klartext gesprochen und niemand in diesem polizeilichen und nachrichtendienstlichen Apparat konnte sich späterhin ernsthaft entblöden, zu behaupten, von allem nichts gewusst zu haben. Der RFSS, auf den Heydrich anspricht, der Siedlungskommissar für den Osten, das war Heinrich Himmler. Ab Oktober 1939 war der Reichsführer SS, RFSS, in Personalunion zum Reichskommissar zur Festigung deutschen Volkstums eingesetzt worden und setzte den nationalsozialistischen Rassenwahn als Chef der deutschen Polizei federführend in behördliches Handeln um. Nicht weniger absonderlich als der Kadavergehorsam, den gestandene und bewaffnete Militärs Hitler gegenüber an den Tag legten, muss erscheinen, dass die gesamte ebenfalls bewaffnete deutsche Polizei und die Sicherheitsorgane sich einer lächerlichen Figur wie Himmler unterordneten. In einem wie im anderen Fall sind hier ganze deutschliche staatliche Institutionen auf alle Zeit in tiefster Schande unwiederbringlich entwertet worden. Wer sich das dumme, nassforsche Gerede dieses diplomierten Bauern Himmler einmal anhört, diese ahnungs- und kulturlose, blasierte Selbstüberhöhung eines irren germanischen Herrenmenschen über alles und jeden, der nicht in das schmale Konzept der nationalsozialistischen Weltanschauung passt, es existieren ja Tonaufnahmen, hat keinen Zweifel mehr daran, dass Gefolgschaft unter diesem deutschen Obrigkeitsstaat, der im Nationalsozialismus zu sich selbst gefunden hatte, nur eines bedeuten konnte: besinnungsloses Schergentum. Wir erinnern uns der deutschen Staatsphilosophie, wie sie in Hegel ihren Höhepunkt gefunden hatte. Erst im Gemeinschaftsleben empfange das Individuum seine Begriffe von Pflicht und Tugend und der Staat sei eben die Substanz dieses Gemeinschaftslebens, der völkische, nationalsozialistische Staat in diesem Fall. Es liegt der tiefere Grund in eben dieser deutschen Staatsideologie und Überhöhung, warum vom Staatsrechtsprofessor bis hinunter zum einfachen Post- und Bahnbeamten Treue, Gefolgschaft und Gehorsam gegenüber den durchgeknallten Lenkern und Henkern dieses Staat noch immer außer Frage stand. Selbst der bei aller persönlichen Opferbereitschaft im Einzelfall im Ergebnis stets scheiternde deutsche Widerstand scheint bis zuletzt von Skrupeln und Zweifeln niedergehalten gewesen zu sein. Man könnte sich vielleicht doch an einer Verkörperung der Vernunft vergehen, wenn man in die Speichen dieses Staates fällt. Tiefsitzender, konditionierter, pseudo-legal verbrämter, reflexhafter Kadavergehorsam. Der deutsche Obrigkeitsstaat hatte sich seine Kreaturen geschaffen und diese wurden ihre Disziplin und ihren Gehorsam nicht mehr los, auch und gerade da nicht, wo nur seine Pflicht tun ganz offenkundig bedeutet, sich mit Staatsverbrechen und Staatsterror gemein und schuldig zu machen. Leuten wie Himmler und Heydrich lagen Zweifel an der nationalsozialistischen Weltanschauung und Skrupel bei deren Umsetzung eher ferne. So schafften sie Tatsachen und konnten sich des Gehorsams und der Gefolgschaft der deutschen Staatsdiener sicher sein. Die Menschen, die dies taten, sind heute tot. Die damit entwerteten Institutionen des deutschen Obrigkeitsstaates bestehen in der Zeit fort. Bereits Ende 1939 setzten die Deportationen von Juden aus Österreich, Böhmen, Mähren und dem Warteland in das Generalgouvernement ein. Im Herbst 1940 wurden in größeren polnischen Städten Ghettos eingerichtet. Die Deportationen der Juden bald auch aus dem Reichsgebiet erfolgten in Güterwaggons. Eichmann saß am Schreibtisch in seinem Referat und arbeitete die Transportpläne aus. Beim Verkehrsministerium wurden die Züge geordert. Die Beamten der Deutschen Reichsbahn hatten dafür Sorge zu tragen, dass die Züge bereitgestellt wurden und pünktlich fuhren. Es war keineswegs nur die SS, die hier ihr Unwesen trieb. Es war das Ganze, eine gut geölte Maschine insgesamt, dieser deutsche Staat, das Ungeheuer, der die Mittel bereitstellte, aber nach den Zwecken nicht fragte. In dem Prozess gegen Eichmann in Jerusalem 1961 schilderte dieser deutscheste aller deutschen Staatsdiener seine Sicht der Dinge. Quote: Ich war nie Antisemit, ich war aber Nationalist gewesen. Ich hatte ja den Befehl gehabt, den Fahrplan zu erstellen und alles, was damit zusammenhing. End quote. Und wieder
Befehl und Gehorsam. Die dem Humanum abgewandte Seite dieser stets prekären Staatsdienerei, zu deren strukturellem Potenzial es gehört, in dem Menschentum und der Freiheit widrige Barbarei umzuschlagen. Wenn der Reichsführer SS ihm nachgewiesen hätte, dass sein Vater ein Verräter war, wäre er, hören wir Eichmann in Jerusalem sprechen, gemäß seinem Fahneneid verpflichtet gewesen, ihn, seinen Vater, zu erschießen. Auch derartige Bekenntnisse aus den Innereien des deutschen Staates konnte man 1961 in Jerusalem vernehmen. Als die Banalität des Bösen hatte die Prozessbeobachterin Hannah Arendt diese reine bürokratische Funktionalität, die keinen Zweifel und keine Skrupel kennt, sondern das Angeordnete exekutiert, bezeichnet. Heydrich, Eichmanns Vorgesetzter, leitete im Januar 1942 die Wannsee-Konferenz, auf der er mit 13 Ministerialbeamten und hochrangigen SS-Leuten die Umsetzung der Endlösung der Judenfrage beriet. Die Aktion Reinhardt, mit der ab März 1942 die Deportation der europäischen Juden in die Konzentrationslager im Osten beginnen sollte, trug seinen Vornamen. Kein rechtschaffender Mann wünscht sich seinen Namen auch nur auf einem Aktendeckel dieses Staates geschrieben wiederzufinden. Heydrich, der von Hitler und Himmler mit der Ausarbeitung der Maßnahmen für die Endlösung beauftragt worden war, stellten wir uns dahingegen als einen sich geehrt fühlenden Mann vor. Er befolgte nicht nur Befehle, dieser Mann glaubte an die nationalsozialistische Sache. Am 27. Mai 1942 verübten zwei Exilschechen in Prag ein Attentat auf ihn, dessen Folgen ihm schließlich am 5. Juni den Garaus machten. Es möchte uns kein Zweifel sein, dass es hierzu fremdländischer Menschen bedurfte, einen hohen Repräsentanten des deutschen Staates aus dem Weg und aus der Welt zu schaffen. Deutschen Militärs, die das Morden an fremden Fronten doch recht gut verstanden, war solches jedenfalls nicht gelungen. Nicht am 13. März 1943, nicht am 21. März 1943 und auch nicht am 20. Juli 1944. 4.45 Hitler findet seinen demagogischen Meister. Im Westen waren die Kriegsanstrengungen trotz der Kriegserklärung vom 3. September 1939 zunächst verhalten. Man erinnerte sich der Materialschlachten des Ersten Weltkriegs. In Frankreich sprach sich die Kommunistische Partei, Weisung aus Moskau erhalten, offen gegen einen Krieg mit Deutschland aus. Die belgischen Kommunisten stellten England als den Kriegstreiber dar. Die Sowjetunion und Deutschland hatten nach dem Feldzug gegen Polen die Westmächte zum Friedensschluss aufgefordert. Hitler hatte im Winter 1939 und im Frühjahr 1940 den Feldzug gegen Frankreich 14 Mal verschoben. Zunächst erfolgte im April 1940 der Einmarsch in Dänemark und Norwegen unter Weserübung. Dies erschien Hitler strategisch wichtig, weil über die norwegische Küste die kriegswichtigen Eisenerzlieferungen aus dem neutralen Schweden erfolgten. Dänemark kapitulierte kampflos. In Norwegen treffen die deutschen Truppen auf Widerstand und können bis zu dem von Norwegern und Briten gehaltenen Hafen von Narvik vordringen. Erst im Juni, nachdem die britischen Kräfte wegen der beginnenden Westoffensive nach England zurückkehren, können die Deutschen den Hafen von Narvik einnehmen und erfolgt die Kapitulation der norwegischen Streitkräfte. In Frankreich herrschte bis zuletzt Kriegsmüdigkeit vor und Hitler zeigte sich jedenfalls in seinen öffentlichen Wortbekundungen mit der Rückgabe des Saargebiets 1935 gegenüber Frankreich saturiert und ließ keine Ansprüche mit Blick auf Elsass-Lothringen verlautbaren. Es war nun England, das sich zu keinen weiteren Konzessionen bereit zeigte. In Winston Churchill stand Hitler zunächst als Marineminister und dann ab Mai 1940 als britischer Premier einem Mann entgegen, der als Kriegsherr kaum weniger ruchlos war und sich als Demagoge nicht hinter ihm zu verstecken brauchte. In seiner Blut-, Schweiß- und Tränenrede vom 13. Mai 1941 schwor er das britische Volk auf etwas ein, das in der Sache jedenfalls den totalen Krieg nicht ferne stand. Quote: Ich habe nichts zu bieten als Blut, Tränen, Mühsal und Schweiß.
Uns steht eine Prüfung von allerschwerster Art bevor. Wir haben viele, viele lange Monate des Kämpfens und des Leidens vor uns. Sie werden fragen, was ist unsere Politik? Ich erwidere, unsere Politik ist, Krieg zu führen, zu Wasser, zu Lande und in der Luft, mit all unserer Macht und aller Kraft, die Gott uns verleihen kann. Krieg zu führen gegen eine ungeheure Tyrannei, die dem finsteren, trübseligen Katalog des menschlichen Verbrechens unübertroffen bleibt. Sie fragen, was ist unser Ziel? Ich kann es mit einem Wort sagen, Sieg, Sieg um jeden Preis, Sieg trotz allem Schrecken, Sieg, wie lang und beschwerlich der Weg dahin auch sein mag, denn ohne Sieg gibt es kein Weiterleben. Möge man darüber im Klaren sein. Kein Weiterleben für das britische Weltreich, kein Weiterleben für all das, wofür das britische Weltreich eingetreten ist. Kein Weiterleben für den jahrhundertealten Drang und Impuls des Menschengeschlechts, seinem Ziel zuzustreben. Endquote. Er war klüger als Hitler. Deshalb wird er für sich und sein Land in Anspruch nehmen können, nicht der Aggressor gewesen zu sein. Und er war politisch, diplomatisch und militärisch ungleich erfahrener als Hitler. Deshalb würde er letztlich über eine überlegene Bündnispolitik verfügen. Frontstaaten an der Westfront waren aber nun einmal Holland, Belgien, Luxemburg und Frankreich. So war das Zögern, sich in einen solchen Konflikt zu stürzen, dort auch verständlicherweise größer. England war nicht unerreichbar hinter dem schützenden Kanal, aber schwieriger zu nehmen. Man sprach im Spätjahr 1939 und im Frühjahr 1940 in Frankreich von einem Drôle de guerre, dem komischen Krieg. Deutsche und französische Verbände lagen sich an der Westfront gegenüber, ohne dass es nennenswerte Geländegewinne gegeben hätte. Die Kampfhandlungen und die Opferzahlen blieben überschaubar. Britische Truppen spielen zu diesem Zeitpunkt noch kaum eine Rolle. Dabei wäre in der unmittelbaren Folge der britischen und französischen Kriegserklärung vom 3. September 1939 ein Sieg über die Deutschen vielleicht noch möglich gewesen. Briten und Franzosen waren zu diesem Zeitpunkt zahlenmäßig weit überlegen, weil große Teile der Wehrmacht noch im Polenfeldzug gebunden waren. Als dann am 10. Mai 1940 um 5.30 Uhr die deutsche Offensive im Westen beginnt, hat der Zeitgewinn den deutschen Aufmarschplänen in die Hände gespielt. Nicht der Schliefenplan, der im Ersten Weltkrieg zu keinem Erfolg geführt hatte, sondern der von General Manstein ersonnene Sichelschnittplan kam schließlich zur Anwendung. Der Hauptstoß verlief über die Frontmitte, die Ardennen. Wegen des schwierigen Geländes war ein solcher Vorstoß nicht erwartet worden und das Überraschungsmoment lag auf der deutschen Seite. Der Einmarsch in Belgien erfolgte am 14. Mai. Nicht weniger unorthodox wie der Vorstoß über die Ardennen ist der Einsatz der Panzerwaffe als eigenständige, schnelle und bewegliche Waffe und nicht nur wie traditionell zur Unterstützung der Infanterie. General Guderian und Generalmajor Rommel machen sich hier einen Namen. Unterstützung erhielten die Panzerdivisionen durch massiven Luftwaffeneinsatz. Manstein, Guderian und Rommel, der später in Nordafrika zur Legende wird, das sind Könner, die ihr Handwerk verstehen, gar keine Frage. Ihre Tragödie wird sein, dass sie ihre Könnerschaft in den Dienst des Falschen, des Ungeheuers, des deutschen Staates stellen. Ihr feiert die Blitzkrieg-Taktik noch einmal ihren größten Erfolg. Später werden die Alliierten sich darauf einstellen oder, wie Montgomery in Nordafrika, den Feind mit den eigenen taktischen Waffen schlagen. An der Westfront ist Deutschland zunächst der Sieger. Am 15. Mai 1914 kapitulieren die Niederlande, am 28. Mai ergibt sich die belgische Armee und am 14. Juni 1940 stehen die deutschen Truppen vor Paris, das sich kampflos ergibt. Am 17. Juni erfolgt ein Waffenstillstandsersuchen durch General Pétain. Schon am 22. Juni 1940 wird im Wald von Compiègne im Speisewagen 2419D der Waffenstillstand zwischen Deutschland und Frankreich unterzeichnet. Gleiche Stelle, gleicher Speisewaggon, in dem am 11. November 1918 der deutsche Zentrumsmann Matthias Erzberger die Waffenstillstandsbedingungen entgegengenommen hatte. Immerhin, die französischen Generale Hunzinger und Bergeret sind Manns genug, die Verhandlungen selbst zu führen und nicht Zivilisten vorzuschicken, wie Weiland Hindenburg und Ludendorff, um dann niederträchtig in der Heimat an der Dolchstoßlegende zu stricken. Frankreich wird halbiert,
in ein größeres Gebiet unter deutscher Besatzung, die Küsten am Kanal und am Atlantik und Paris, und ein kleineres Gebiet, das der Regierung Pétain am Regierungssitz Vichy unterstellt bleibt. In diesen Tagen meldet sich auch Wilhelm II., der sich 1918 so würdelos seiner Verantwortung entzogen hatte, mit einem Glückwunschtelegramm vom 17. Juni 1940 an Hitler. Quote: Unter dem tiefgreifenden Eindruck der Waffenstreckung Frankreichs beglückwünsche ich Sie und die gesamte deutsche Wehrmacht zu dem von Gott geschenkten gewaltigen Sieg. Den Worten Kaiser Wilhelms des Großen vom Jahre 1870, welche Wendung durch Gottes Fügung. In allen deutschen Herzen erklingt der Choral von Leuten, den die Sieger von Leuten des Größenkönigs Soldaten anstimmten. Nun danket alle Gott. Endquote. Alt war er geworden im Exil in Dorn, der gewesene deutsche Kaiser, aber so gar nicht weise, wie das klingt. Welcher Gott sollte das sein, der ihn 1918 so schändlich versagen ließ, jetzt aber dem wahnsinnigen Hitler einen Sieg schenken würde? Ach, wenn sie doch nur Gott da heraushielten, diese allzu diesseitigen weltlichen und vergänglichen Herrscher. Dieser Choral hätte ihnen schon am 18. Januar 1871 im Halse stecken bleiben sollen, als sie ganz trunken von ihrer Hybris sangen dort im Spiegelsaal des Schlosses von Versailles. Kein Jahr mehr und der letzte deutsche Kaiser würde am 4. Juni 1941 das Zeitliche segnen. Der von ihm gewählte Grabspruch klingt dann doch noch weise: Richtet mich nicht, denn ich werde gerichtet werden. So hausen wie in Polen würde der deutsche Staat im besetzten Frankreich, Benelux, Dänemark und Norwegen nicht, wenngleich die nationalsozialistischen Rassengesetze auch hier zur Anwendung kommen und die Kommunisten, die sich auch gerade noch gegen Krieg mit Deutschland ausgesprochen hatten, verfolgt und hingerichtet werden. Hitler hatte sich in den Waffenstillstandsverhandlungen mit Frankreich noch vergleichsweise generös gezeigt. Noch immer hoffte er auf ein Entgegenkommen des von ihm bewunderten Englands. Deshalb hatte er auch am 24. Mai 1940 die deutschen Panzerdivisionen vor der französischen Hafenstadt Dünkirchen angehalten und es den britischen Expeditionskorps und 100.000 eingeschlossenen französischen und belgischen Soldaten damit ermöglicht, über den Kanal nach England zu entkommen. Bei dieser Evakuierung, Aktion Dynamo, sind bis zum 4. Juni 1940 rund 350 Soldaten ausgeschifft worden. Hitlers Schwäche für das Königreich stieß allerdings auf der anderen Seite des Kanals auf wenig Gegenliebe. Niemand dachte in England, zumal seit Churchill Premier und Kriegsminister war, daran, mit Deutschland Frieden zu schließen. Wer hätte diesem Manne Hitler auch trauen sollen, der Verträge und Pakte je nach seiner wechselnden Gemütslage zwischen Verfolgungs- und Größenwahn schwankend schloss und wieder zerriss? Wie ein abgewiesener Liebhaber reagierte jetzt Hitler gegenüber England impulsiv, affektual, irrational und würde sich schon bald in wahnhafter Raserei verlieren, die nicht nur sein persönlicher Untergang, sondern auch der des deutschen Staates sein würde. Am 13. August 1940 begann der Luftkrieg gegen England. Ein verlustreiches, sinnloses Unterfangen. Die Pläne, die Göring als Chef der Luftwaffe hegte, England schnell binnen 5 Wochen in die Knie zwingen zu können, entbehrten jeglicher Evidenz. Dass sich an der Spitze des deutschen Staates Großsprecher und Dilettanten austoben durften, das war unter dem Nationalsozialismus nicht anders als vorher und nachher. Die britische Luftabwehr hielt Stand und antwortete mit Angriffen auf deutsche Städte. Die Entgrenzung des Luftkriegs, wie sie dann seit 1942 mit dem gezielten Bombardement deutscher Städte durch die Royal Air Force unter Arthur Harris systematisch verfolgt wurde, nahm hier ihren Anfang. Die Verluste an Piloten und Maschinen waren für Deutschland im Luftkrieg über England unverhältnismäßig groß und haben die deutsche Luftwaffe nachhaltig für den weiteren Verlauf des Krieges geschwächt. Allein bis zum Oktober 1940 gingen
1700 Maschinen verloren. Bis Ende März 1941 lag der Verlust bei 2265 Flugzeugen und 3350 Mann Flugzeugbesatzung. Zu der eigentlichen Landung Operation Seelöwe ist es nie gekommen. Im Frühjahr 1941 ließ Hitler von seinen Eroberungsplänen gegen England ab. Noch am Ende des Jahres 1914, am 18. Dezember, hatte er seine Weisung 21 herausgegeben. Quote: Die deutsche Wehrmacht muss darauf vorbereitet sein, auch vor Beendigung des Krieges gegen England, Sowjetrussland in einem schnellen Feldzug niederzuwerfen. Fall Barbarossa. Endquote. 4.46 Weisung 21, der Führer ist verrückt. Sowjetrussland schnell niederwerfen? Der Mann war verrückt. Gerade hatte er sich in England eine blutige Nase geholt, Menschen und Material ohne jeden militärischen und politischen Gewinn in Größenordnungen verschwendet. Das sollte auch schnell gehen, hatte Göring fantasiert. Planvolles Handeln und eine Übersicht über die Situation waren schlechterdings nicht erkennbar. Mitte 1940 hoffte Hitler noch auf eine Einigung mit England und schonte das britische Expeditionskorps in Dünkirchen. Wenig später eröffnete dann ein Luftkrieg gegen England, der auch den letzten Deutschland wohlgesonnenen Briten gegen Deutschland aufbringen musste. Nachdem er gegen England, das ihm immerhin den Krieg erklärt hatte, nichts ausrichten konnte, wandte er sich jetzt von der Westfront, der Ostfront zu, gegen den einzigen Verbündeten von Bedeutung, den er hatte, die Sowjetunion. Wenn dieser deutsche Kanzler Hitler schon sein Handwerk nicht verstand, hätten ihn doch wenigstens seine Militärs vor diesem Schritt in den sicheren Untergang in den Arm fallen müssen. Man hätte ihm eine Landkarte vorlegen können, die Tiefe und Weite Russlands vordemonstrieren, die Endlosigkeit der Nachschubwege. Ja, auch, dass die Winter in Russland lang und kalt sein können, war bekannt. Napoleon hatte es 1812 versucht und war gescheitert. Nichts dergleichen. Subalternität. Das, worauf sich noch jeder Henker und Lenker an der Spitze des deutschen Staates verlassen konnte. Disziplin und Gehorsam, ganz egal, wie wahnsinnig die Parole sein würde, die es jetzt zu exekutieren galt. Man wird die Augen nicht davor verschließen können, dass die Auslese- und Sozialisationsmechanismen dieses Staates gänzlich ungeeignet sind, sich deutlich abzeichnendes Unheil abzuwenden. Deutsche Militärs und deutsche Beamten fallen nicht in die Speichen. Sie haben systematisch gelernt, Skrupel und begründete Zweifel zu unterdrücken und das eigene Gewissen zu übertoben. Sie nennen dies Treue gegenüber ihrem Staat, ganz egal, wie abschüssig die Bahn auch sein mag, die dieser Staat das Ungeheuer nimmt. Und dieser Staat alimentiert sie genau für diese Treue. Es waren dann wiederum auch nicht deutsche Menschen und bestimmt keine Staatsbediensteten, die Hitler in diesen Tagen ins Angesicht zu widerstehen, immerhin versucht haben. Gandhi tat es. Wenige Tage nachdem Hitler seine Weisung 21 herausgegeben hatte, die er im fernen Indien nicht kennen konnte, mit einem zweiten Brief vom 24. Dezember 1940 nach Berlin. Er redet Hitler mit »Mein lieber Freund« an, unterstellt ihm Liebe zu ihrem Vaterlande und fährt fort, Quote, aber ihre eigenen Schriften und Reden sowie diejenigen ihrer Freunde und Bewunderer lassen keinen Zweifel darüber, dass viele ihrer Handlungen widernatürlich sind und nicht der menschlichen Würde entsprechen. Besonders Menschen wie ich, die an eine allgemeine Verbrüderung der Menschheit glauben, denken so. Deshalb beschwöre ich Sie im Namen der Menschlichkeit, halten Sie ein mit dem Kriege. Sie werden dadurch nichts aufgeben, wenn Sie alle Zwistigkeiten zwischen Ihnen und Großbritannien einem unter Ihrer Mitwirkung zusammengesetzten internationalen Tribunal vorlegen. Dadurch, dass Sie im Kriege Erfolge erzielen, haben Sie noch nicht bewiesen, dass Sie auch im Recht sind. Endquote.
Dieser Brief hat Hitler nie erreicht. Er hätte ihn wohl auch semantisch nicht verstehen können, oder er hätte derart unverblümt mit der Widernatürlichkeit und Würdelosigkeit seines Denkens und Handelns konfrontiert, vermutlich einen seiner Tobsuchtsanfälle durchlebt haben. Es würde aber schließlich Gandhis gewaltloser Widerstand sein, der das britische Empire in die Knie zwingt und nicht Hitler mit seiner subalternen Mörderbande. Make no mistake. Im deutschen Staat war es wiederum, auch wenn dies einem politischen und militärischen Selbstmord gleichkam, einfach, die tief sitzenden Ressentiments gegen den Kommunismus und gegen Russland zu mobilisieren. Dass es, wie wir weiter oben bereits gesehen hatten, eben dieser deutsche Staat gewesen ist, der durch eine Kriegslist im April 1917 die Verschickung Lenins aus der Schweiz nach Russland sogar entscheidenden Anteil daran hatte, dass die Bolschewiki schließlich mit der Oktoberrevolution den Sieg davon trugen, daran wollte oder konnte sich so recht niemand mehr erinnern. Der Hitler-Stalin-Pakt und der deutsch-sowjetische Freundschaftsvertrag von 1939, das musste allerdings auch weniger spitzfindigen Zeitgenossen aufgefallen sein, standen im offensichtlichen Widerspruch zu der eigentümlichen Lebensraumideologie der Nationalsozialisten, die sich erklärtermaßen gegen diesen Bündnispartner richtete. Und war es nicht Hitler höchstpersönlich, der angetreten war, Deutschland und Europa vor dem Bolschewismus zu retten? So lag auch der Anti-Kominternpakt zwischen Deutschland und Japan vom 25. November 1936 irgendwie quer zur angeblichen deutsch-sowjetischen Freundschaft. Anders aber als der stets unzuverlässige Kantonist und Bündnispartner Italien und die rekurrente Koordinationslosigkeit des deutsch-japanischen militärischen Handels im Drei-Mächte-Pakt seit dem 27. September 1940 hatte Russland noch immer geliefert und war seinen vertraglichen Verpflichtungen nachgekommen. Das ging weiter zurück als das Jahr 1939. Schon der Rapallo-Vertrag von 1922 hatte dem Deutschen Reich im Osten Handlungsfreiheit verschafft, als es im Westen noch gänzlich durch das Versailler Diktat geknebelt gewesen war. Und auch Stalin lieferte pünktlich Lebensmittel und Rohstoffe für die deutsche Rüstung. Nach dem gemeinsamen Feldzug gegen Polen hatte er am 30. November 1939 in der Prawda erklärt, Quote, erstens, England und Frankreich haben Deutschland angegriffen. Zweitens, nach Eröffnung der militärischen Operationen hat sich Deutschland an die französische und englische Regierung gewandt und vorgeschlagen, Frieden zu schließen. Die Sowjetunion hat diese Friedensbestrebungen unterstützt. Drittens, die französische und englische Regierung haben die Angebote Deutschlands und die Bemühungen der UdSSR schroff abgelehnt. So sieht die Wahrheit aus. Endquote. Mehr noch, durch den erdrückenden Einfluss, den die KPdSU in der Kommunistischen Internationale hatte, wirkte sie auf die kommunistischen Parteien Europas im Sinne Deutschlands ein. Die Kriegsmüdigkeit in England und Belgien ist nicht zum wenigsten hierauf zurückzuführen. Kurt Zentner weist darauf hin, dass die Sowjetunion, Quote, der einzige wahre Verbündete Deutschlands in dieser Periode des Krieges, Endquote, gewesen sei. Und ausgerechnet gegen diesen Verbündeten stürzt Hitler seine begrenzten militärischen Ressourcen in ein Himmelfahrtskommando und einen nicht zu gewinnenden Zweifrontenkrieg. Es war sein Verfolgungswahn und seine Unfähigkeit zur Diplomatie, die ihn in diese Katastrophe führten. Die Unnachgiebigkeit der Engländer, die seinen Friedenserwartungen beharrlich die kalte Schulter zeigten, beschäftigte ihn unablässig. Er würde dies weniger auf die angebliche Neutralität der USA hin oder her starken angloamerikanischen Bande als vielmehr auf ein zu diesem Zeitpunkt nicht vorhandenes Bündnis Großbritanniens und Russlands zurück. In ein solches Bündnis würde er Stalin durch seinen Überfall auf Russland erst treiben. Tatsächlich befanden sich die deutsch-sowjetischen Beziehungen Ende 1940 auf einem Tiefpunkt. Als Molotow am 12. November 1940 zum Staatsbesuch in Berlin weilte, gab es zahlreiche Interessenkonflikte im Baltikum, auf dem Balkan und in der Ostsee-Meerengen-Frage, die sich einer kurzfristigen Lösung entzogen. Hier stießen die Interessensphären der beiden Staaten aufeinander. Anstatt nun in dieser Situation unbeirrt an einer diplomatischen Lösung zu arbeiten,
Er ließ Hitler nicht lange nach Molotows Berlin-Besuch seine Weisung 21 und war auch später im Frühjahr 1941, als sich die Beziehungen zur Sowjetunion bereits entspannt hatten, die in Stocken geratenen Lieferungen aus Russland wieder mit größter Pünktlichkeit erfolgt und Stalin offensichtlich um eine Deeskalation der Situation bemüht war, nicht in der Lage, sich zu korrigieren. Dass nachdem Deutschland und Russland 1939 Polen unter sich aufgeteilt hatten, an der Demarkationslinie Wehrmacht und Rote Armee sich gegenüberstanden, lag in der Natur der Sache. Daraus allein ließen sich schwerlich Angriffsabsichten ableiten. Stalin hatte sie jedenfalls zu diesem Zeitpunkt nicht gehabt. Ob er sie später einmal haben würde, das wäre dann eine Frage der Diplomatie gewesen. Hitler war gar nicht in der Position, in dieser Situation nicht auf Diplomatie zu setzen. Man denkt unvermittelt an unsere heutige Situation, wenn man so etwas vorliest hier. Er war aber auch nicht fähig zur Diplomatie. Weil er als Staatsmann versagte, musste er als Feldherr versagen. Stalin ist Jahre später auf dem 20. Parteitag der KPdSU von Khrushchev in einer nicht öffentlichen Rede am 25. Februar 1956 dafür gescholten worden, dass er über den bevorstehenden deutschen Einfall informiert gewesen, aber untätig geblieben sei. Quote: Trotz dieser ungewöhnlich ernsten Signale wurden keine ausreichenden Maßnahmen ergriffen, um das Land zur Verteidigung gut vorzubereiten und das Überraschungsmoment auszuschließen. Wenn unsere Industrie rechtzeitig und ausreichend zur Versorgung der Armee mit Waffen und nötigem Gerät mobilisiert worden wäre, dann hätten wir unermesslich weniger Opfer in diesem Krieg davongetragen. Eine solche Mobilisierung wurde jedoch nicht rechtzeitig vorgenommen. Endquote. Stalin war zum Zeitpunkt dieser Rede schon 3 Jahre tot und niemand hätte in diesen Kreisen zu seinen Lebzeiten gewagt, so zu reden. Deutlich wurde allerdings, dass 1941 offensichtlich nicht eine hochgerüstete Rote Armee an der Demarkationslinie kurz vor dem Sprunge stand, Deutschland zu überfallen. Diese Idee war allein Hitlers Verfolgungswahn geschuldet, seinem Größenwahn geschuldet war aber, dass er glauben konnte, aus einigen anfänglichen Überraschungs- und Überrumpelungserfolgen am Ende einen Sieg an mehreren Fronten gleichzeitig davontragen zu können. Stalin konnte sich Warnungen seiner Militärs zum Trotze bis zur letzten Minute nicht vorstellen, dass Hitler so irrational handeln würde, Deutschland in einen Zwei-Fronten-Krieg zu stürzen. Der Feldzug gegen Russland erfolgte 6 Wochen später als geplant. Nach der Weisung 21 hätten die Vorbereitungen bis zum 15. Mai 1941 abgeschlossen sein sollen. Dazwischen gekommen ist das nicht koordinierte und zumal erfolglose Vorgehen des anderen Drei-Mächte-Pakt-Partners Italien auf dem Balkan. Hitler sieht sich aus strategischen Gründen genötigt einzugreifen. Der deutsche Vormarsch gegen Jugoslawien und Griechenland ist erfolgreich, kostet aber Zeit und Material. Insbesondere die Luftlandeaktion zur Eroberung der von britischem Militär besetzten Insel Kreta ab dem 20. Mai 1941 hat große Verluste an Menschen und Material mit sich gebracht. Nach dem Zwischenspiel, das auf die durchweg unzureichende Abstimmung im Drei-Mächte-Pakt zurückzuführen ist, konnte der Ostfeldzug, der ursprüngliche Deckname war Aufbau Ost gewesen, jetzt firmierte dieses Himmelfahrtskommando unter dem Decknamen Barbarossa am 22. Juni 1941 beginnen. Keine Kriegserklärung, keine Verhandlungsangebote, Überfall. 170 Divisionen setzen sich in Bewegung. Die Anfangserfolge sind wieder einmal beachtlich. Die deutsche Luftwaffe zerstört rund 3000 ungeschützt und ungetarnt am Boden stehende russische Maschinen in den von Russland besetzten Staaten im Baltikum und auf dem Balkan wurden den einmarschierenden deutschen Truppen anfänglich teilweise sogar Sympathien entgegengebracht und sie wurden an manchen Orten jubelnd mit dem deutschen Gruß empfangen. Die Behandlung jedoch, die dann die deutschen Reichskommissare, die mit der deutschen Zivilverwaltung Einzug hielten, diesen gemäß der nationalsozialistischen Ideologie quote, rassisch minderwertigen endquote, Menschen bald zuteil werden lassen würden, machten aus ihnen erbitterte Feinde und Partisanen.
Auch wenn die deutsche Propagandapresse sich mit Erfolgsmeldungen überschlug und das militärische Ende des Bolschewismus herbeizuschreiben bemüht gewesen ist, war nach 3 Monaten keines der ambitionierten Ziele erreicht. Jetzt schon machte sich die Endlosigkeit der Nachschubwege und die Abhängigkeit des gesamten Unterfangens von der Wetterlage bemerkbar. Sowjetrussland schnell niederwerfen, hatte der irrlichternde Hitler im Dezember 1940 fantasiert. Im Herbst 1941 war den Eingeweihten bereits klar, dass das Unternehmen stecken geblieben war. Die Anfangserfolge und das schnelle Vordringen in die Tiefen Russlands waren einzig der Tatsache geschuldet, dass es die sprungbereiten bolschewistischen Horden zu diesem Zeitpunkt gar nicht gab, von denen Hitler ständig fantasierte. Blitzkrieg und Blitzsieg, dafür war Russland aber einfach zu tief und zu weit. Den Menschen in Deutschland, Fritz Müller und Erna Schmidt, wurde durch die gleichgeschalteten Medien freilich weiterhin Sand in die Augen gestreut. Ihnen war auch erzählt worden, dieser Russland-Feldzug müsste zur Abwehr der drohenden Gefahr aus dem Osten unbedingt erfolgen. Weil alles ja angeblich so schnell erledigt sein sollte, war die deutsche Wehrmacht noch nicht einmal auf den nun hereinbrechenden russischen Winter vorbereitet. Mit Lametta behangene, subalterne Kreaturen, diese deutschen Generale, die ihre Männer in ein Himmelfahrtskommando nach dem anderen schickten, dem deutschen Kanzler Hitler, ihrem Führer, einem ausgewiesenen Phantasten und Dilettanten in Treue und Gehorsam ergeben bis in den Untergang. Am 3. Juli 1941 wandte sich Stalin in einer Rundfunkrede an die Bürger der Sowjetunion. Quote: Es ist nicht zu bezweifeln, dass dieser kurzfristige militärische Gewinn für Deutschland nur eine Episode ist. Während der gewaltige politische Gewinn für die Sowjetunion ein erster Faktor von langer Dauer ist, auf den gegründet sich entscheidende militärische Erfolge der Roten Armee im Krieg gegen das faschistische Deutschland entfalten müssen. Der Feind ist grausam und unerbittlich. Er setzt sich das Ziel, unseren Boden, der mit unserem Schweiß getränkt ist, zu okkupieren. Unser Getreide, unser Erdöl, die Früchte unserer Arbeit an sich zu reißen. Es geht also um Leben und Tod der Völker der Sowjetunion. Es geht darum, ob die Völker der Sowjetunion frei sein oder in Versklavung geraten sollen. Es ist notwendig, dass die Sowjetmenschen das verstehen und aufhören, sorglos zu sein, dass sie sich selbst mobilisieren und ihre ganze Arbeit auf den Krieg umstellen, dass sie auf eine neue Art arbeiten, die kein Erbarmen mit dem Feind kennt. Endquote. Stalin sollte, was die mittelfristige Perspektive betrifft, recht behalten. Die Saat des Hasses, die der nationalsozialistische deutsche Staat gesät hatte, war hier aufgegangen. Hier ging es nicht mehr nur um Gebietsgewinne oder Verluste, hier ging es um einen Kampf der Ideologien und die Vernichtung des Feindes. Es wäre eine unzulässige Verharmlosung, nicht mit aller Deutlichkeit auszusprechen, dass dieser Wahnsinn dem Grunde nach vom deutschen Staate ausgegangen ist. In der sich dann entzündenden Raserei mögen auch die Antagonisten von der Blut- und Mordlust befallen worden und sich dem Wahnsinn ergeben haben. Der deutsche Staat, Hitler und seine Mörderbande hatten diese Raserei losgetreten. Churchill, Stalin, de Gaulle, Roosevelt haben reagiert. Die deutschen militärischen Funktionseliten waren sich durchaus bewusst, worauf sie sich da eingelassen hatten, und sie würden sich nicht korrigieren. Nicht jetzt und auch nicht später. Im Kommissarbefehl für den Ostfeldzug vom 6. Juni 1941 heißt es, Quote: Im Kampf gegen den Bolschewismus ist mit einem Verhalten des Feindes nach den Grundsätzen des Völkerrechts nicht zu rechnen. Insbesondere ist von den Kommissaren aller Art als den eigentlichen Trägern des Widerstands eine hasserfüllte, grausame und unmenschliche Behandlung unserer Gefangenen zu erwarten. Die Truppe muss sich bewusst sein. Erstens, in diesem Kampf ist Schonung und völkerrechtliche Rücksichtnahme diesen Elementen gegenüber falsch. Sie sind eine Gefahr für die eigene Sicherheit und die Befriedung der eroberten Gebiete. Zweitens,
Die Urheber barbarisch-asiatischer Kampfmethoden sind die politischen Kommissare. Gegen diese muss daher sofort und ohne weiteres mit aller Schärfe vorgegangen werden. Sie sind daher, wenn im Kampf oder Widerstand ergriffen, grundsätzlich sofort mit der Waffe zu erledigen. Endquote. 4.47 mit Treue und Gehorsam in den Kulturbruch. Eine militärische Bilderbuchkarriere wie die des seit 1938 Chefs des von Hitler neu geschaffenen Oberkommandos der Wehrmacht, Wilhelm Keitel, zeigt uns, dass die Schergen der Hitlerei aus der Mitte des deutschen Staatsdienstes kamen und es sich dabei keinesfalls nur um durchgeknallte NSDAP-Karrieristen und Waffen-SS-Männer handelte. Keitel war bereits 1901 in den deutschen Staatsdienst beim preußischen Militär eingetreten. Er nahm am Ersten Weltkrieg teil, verblieb auch während der Weimarer Republik in den Reihen der Reichswehr und stieg im Reichsministerium auf. Nach der Machtergreifung setzte er seine Karriere bei der Wehrmacht und im Reichskriegsministerium fort, wo er zeitweilig von Ludwig Beck gefordert worden war. Als die Kritiker des hitlerischen Hasardkurses in der Sudetenkrise gingen oder gegangen wurden, beförderte dies seine Karriere. Ende 1938 wurde er in den Rang eines Generaloberst, 1940 zum Generalfeldmarschall befördert. Ihm wurden die paradigmatischen Tugenden des deutschen Staatsdieners, Ja-Sagerei, Subalternität, bedingungs- und widerspruchslose Treue gegenüber seinem Vorgesetzten und Führer, in besonderem Maße nachgesagt. Es machte hinter vorgehaltener Hand das Wort vom Lakaitl die Runde. Hitler belohnte, wie deutsche Könige und Kaiser vor ihm, die Treue und den Gehorsam seines Dieners mit einer Dotation und einer Landgabe. Der so Begünstigte wurde weder dies noch seine Pension auf dem alten Teil genießen dürfen. Durch Keitel war, als Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, der Kommissarbefehl autorisiert, den wir weiter oben kennengelernt haben. Bereits am 13. Mai 1941 hatte er den Erlass über, Quote, die Ausübung der Kriegsgerichtsbarkeit im Gebiet Barbarossa und besonderen Maßnahmen der Truppe, Endquote, herausgegeben, indem es unter anderem heißt, Quote, erstens, Straftaten feindlicher Zivilpersonen sind der Zuständigkeit der Kriegsgerichte und der Standgerichte bis auf Weiteres entzogen. Zweitens, Freischärler sind durch die Truppe im Kampf oder auf der Flucht schonungslos zu erledigen. Drittens, auch alle anderen Angriffe feindlicher Zivilpersonen gegen die Wehrmacht, ihre Angehörigen und das Gefolge sind von der Truppe auf der Stelle mit den äußersten Mitteln bis zur Vernichtung des Angreifers niederzukämpfen. Endquote. Auch der sogenannte Sühnebefehl oder Kommunistenerlass vom 16. September 1941, der sich auf die Partisanenkämpfe auf dem Balkan bezieht, erfolgte unter seinem Befehl, Quote, um die Umtriebe im Keim zu ersticken, sind beim ersten Anlass unverzüglich schärfste Mittel anzuwenden. Dabei ist zu bedenken, dass ein Menschenleben in den betroffenen Ländern vielfach nichts gilt. Als Sühne für ein deutsches Soldatenleben muss die Todesstrafe für 50 bis 100 Kommunisten als angemessen gelten. Endquote. Diese 50 bis 100 Kommunisten waren dann meist wahllos aus einem Dorf zusammengetriebene Männer, Frauen oder auch Kinder. Wir reden hier von einer Wahlverwandtschaft der Auslese- und Sozialisationsmechanismen des deutschen Staates und totalitärer Führerschaft, die bei allem, was seit 1945 aufgearbeitet und bewältigt worden sein mag, bis heute in ihrer Tiefe kaum reflektiert und als fortdauernde strukturelle Gefahr, wie sie invariant in diesem deutschen Staat angelegt ist, nicht erkannt worden ist. Dabei ließe sich dies im 150. Jubiläumsjahr des deutschen Staates wieder nur allzu offensichtlich erkennen. In Nürnberg wurde Keitel unter anderem während der barbarischen Befehle und Erlasse im Hauptkriegsverbrecherprozess angeklagt. Zuvor hatte er am 9. Mai 1945 im sowjetischen Hauptquartier in Berlin-Karlshorst die deutsche Kapitulation unterzeichnet. Auf bedingungslosen Gehorsam folgt bedingungslose Kapitulation. Er ist in allen Anklagepunkten für schuldig befunden und gehängt worden.
Am 31. August 1946, in seinem Schlusswort vor dem Nürnberger Tribunal, hat er in erhabenen Worten tiefere Einsicht in den strukturellen Totalitarismus des deutschen Staates und in die Tragik und das Schicksal des subalternen deutschen Staatsdieners gefunden, das sein eigenes geworden war, als die deutsche Geschichtspolitik hierzu bis heute in dieser ungeschönten und ungeschützten Klarheit in der Lage ist. Quote: Ich habe geirrt und war nicht imstande zu verhindern, was hätte verhindert werden müssen. Das ist meine Schuld. Es ist tragisch einsehen zu müssen, dass das Beste, was ich als Soldat zu geben hatte, Gehorsam und Treue, für nicht erkennbare Absichten ausgenutzt wurde. Und dass ich nicht sah, dass auch der soldatischen Pflichterfüllung eine Grenze gesetzt ist. Das ist mein Schicksal. Endquote. 4.48, einem Wahnsinnigen in den Untergang gefolgt. Sein Dienstherr und Führer, dem er so treu und beflissentlich ergeben war, hatte sich zu diesem Zeitpunkt schon längst seiner Verantwortung entzogen. Doch bevor das wirkliche Grauen begann und die deutschen Truppen zunächst in Russland und dann in der Heimat für das bezahlen mussten, was sie angerichtet hatten, verkündete dieser ahnungslose Großsprecher Hitler, dieser deutscheste aller deutschen Kanzler, Anfang Oktober 1941 den Endsieg. Quote, der russische Bär ist tot, endquote, und berauschte sich an der Größe der besetzten Gebiete. Quote, mehr als doppelt so groß wie das Deutsche Reich von 1933, endquote. What good will it do? Noch bevor sich das Jahr seinem Ende zuneigte, scheiterte der Angriff auf Moskau und begann die russische Gegenoffensive. Zu allem Überfluss übernimmt nun auch noch, nachdem General Brauchitsch von diesem Amt zurückgetreten war, der Führer selbst, dieser ausgewiesene Dilettant, Ende Dezember 1941 den Oberbefehl über das Heer und verlangt, quote, fanatischen Widerstand, endquote. Er ist in seinem Wahnsinn, für den, der es sehen will, durchaus berechenbar, irrationales Verstehen. Jetzt untersagt er auch in aussichtsloser Lage den Rückzug. Später dann, im März 1945, wird er seinen Nero-Befehl erlassen. Die ganz entscheidenden Weichenstellungen erfolgen in diesem Dezember 1941 aber ganz woanders, im Pazifik. Greifen die Japaner den US-Stützpunkt Pearl Harbor an und erklären den USA und Großbritannien den Krieg. Die Japaner entscheiden sich, drei Mächte Pakt hin oder her, gegen einen Angriff auf die Sowjetunion. Dies bricht dem unbedarften und in diplomatischen Dingen vollkommen unbeleckten deutschen Feldherrn, ein Gefreiter eben, der sich mit Dimensionen eingelassen hatte, von denen er nichts verstand, gleich in doppelter Weise das Genick. Es zieht die zu keinem Zeitpunkt wirklich neutralen USA in den Krieg und das zurückstehende Japaner vor einem Angriff auf die Sowjetunion, von dem er durch seinen Spion Richard Sorge Kenntnis erlangt, ermöglicht Stalin, große Teile der sowjetischen Armee aus dem fernen Osten jetzt der deutschen Wehrmacht entgegenzuwerfen. Eine bessere Abstimmung zwischen Deutschland und Japan hätte hier den Geschehnissen möglicherweise eine andere Wendung gegeben, aber Hitler verstand eben mehr vom Sprücheklopfen als von Diplomatie und Strategie. Quote, das bisschen Operationsführung kann jeder machen, endquote, soll er anlässlich der Übernahme des Oberbefehls über das Heer gesagt haben. So kann nur ein Dilettant sprechen, der sich von der Größe der Aufgabe in seiner Ahnungslosigkeit überhaupt keinen Begriff macht. Er traute keinem Verbündeten und glaubte, die Wehrmacht könnte die ganze Welt im Alleingang unterwerfen. Und der deutsche Staat, vom General bis zum Postboten, folgte ihm brav weiter in den Untergang wie die Schafe auf dem Weg zum Abattoir. Deutschland erklärt den USA den Krieg, was ohnehin nur noch einen formalen Akt angesichts der Normativität des Faktischen darstellt, und Hitler hält hierzu am 11. Dezember 1941 im Reichstag eine Rede. Er kommt noch einmal auf die polnische Frage zurück.
als würde das jetzt noch irgendjemanden interessieren, fantasiert weiter von den bolschewistischen Horden, die sich angeblich schon auf dem Sprunge befanden, und stilisiert sich als Anführer eines europäischen Kreuzzuges, der diesem Einhalt gebieten wollte. Man hätte ihn gleich vom Rednerpult in einer Zwangsjacke aus dem Reichstag abführen und einweisen können, diesen deutschesten aller deutschen Kanzler. Aber wer hätte das tun sollen in einem gleichgeschalteten Staate? Es ist hier bereits alles verloren. Wer diese Reichstagsrede Hitlers genau liest, bemerkt, dass dieser Mann des Machtprangers, der stets den Menschen als des anderen Wolf gesehen und so gehandelt hat, seine Fälle schwimmen sieht und sich schon einmal auf den Standpunkt zurückzieht, wenigstens moralisch im Recht gewesen zu sein. Sein großes Deutschland wieder ganz klein, wie 1918. Nicht verstanden von der Welt, von Feinden umgeben, die ewige Wiederkehr desgleichen im deutschen Staat, ein politisch unreifes Volk und Dilettanten als deren Leader. Am 23. Januar 1943 verlässt das letzte deutsche Flugzeug Stalingrad. Die Frontabschnitte an der Ostfront brechen zusammen. Die Generale und die Mannschaften wissen längst, dass die Schlacht verloren ist. Von Hitler kommt immer wieder der gleiche Befehl, muss gehalten werden. Am 24. Januar 1943 will General Paulus in aussichtsloser Lage kapitulieren. Hitler antwortet, Quote, verbiete Kapitulation. Die Armee hält ihre Position bis zum letzten Soldaten und zur letzten Patrone und leistet durch ihr heldenhaftes Aushalten einen unvergesslichen Beitrag zum Aufbau der Abwehrfront und zur Rettung des Abendlandes. Endquote. Herrje, das hat das Abendland nicht verdient, dass die dummen Kerls es irrlichtern vor Stalingrad retten wollen. Es kann sich ja nicht dagegen erwehren, das Abendland. Hitler befördert Paulus und 117 Offiziere noch einmal, weil oder damit sie sinnlos weiterkämpfen. Am 21. Januar 1943 funkt Paulus, Quote, die 6. Armee hat getreu ihrem Fahneneid für Deutschland bis zum letzten Mann und bis zur letzten Patrone eingedenk ihres hohen und wichtigen Auftrags die Position für Führer und Vaterland bis zuletzt gehalten. Endquote. Von diesem berüchtigten Fahneneid, der offensichtlich die Sinne verwirrt, hatten wir weiter oben schon Schauderhaftes aus dem Munde eines Adolf Eichmann in Jerusalem vernommen. Fahneneid, Diensteid, Vereidigung, Treuegelübnis. Man kann in einem deutschen Staat nur jeden davor warnen, sich auf eine derart abschüssige Bahn zu begeben. Am 3. Februar 1943 erfahren Fritz Müller und Erna Schmidt, denen doch bis gerade noch die gleichgeschalteten Medien eingehämmert hatten, Deutschlands Sieg an allen Fronten, über den Volksempfänger, was für Eingeweihte aus Militär und Administration bereits seit dem Spätjahr 1941 klar gewesen war. Hitler hatte die deutsche Armee an der Ostfront in einem sinnlosen Himmelfahrtskommando zerrieben. 4 Tage Nationaltrauer. Beethovens 5. Symphonie wird gespielt, die Schicksalssymphonie. So wenig wie das Abendland kann der Komponist etwas dafür, dass seine zeitlose Musik von wadenscheinigen Politikern für deren berechnende, zeitweilige Zwecke missbraucht wird. Dem armen Liszt war es ähnlich übel mitgespielt worden. Seine Les Préludes mussten für Sondermeldungen von der Front hinhalten. Les Préludes und die Schicksalssymphonie rahmten das Unternehmen Barbarossa gewissermaßen musikalisch ein. Wir stellen uns vor, Fritz Müller und Erna Schmidt, nachdem sie derart instrumentalisiert über den Volksempfänger beschallt worden sind, ihren Lebtag diese hohe musikalische Kunst nicht mehr unbefangen genießen konnten. Auch Beethovens 9. Symphonie, der Ode an die Freude daraus, ist in der real existierenden EU ganz Ähnliches widerfahren. Wir dürfen immerhin davon ausgehen, dass seine 9. die real existierende EU überlebt, wie seine 5. die Hitlerei überstanden hat.
Die USA sind in den Krieg eingetreten. Der Russlandfeldzug ist verloren. Die Verbündeten sind von der Seite gewichen und teilweise, wie Italien, ins andere Lager übergelaufen. Wozu noch weitere sinnlose Opfer und Verluste, nachdem sämtliche Opfer bislang bereits vergeblich gewesen sind? Aber genau dies vermag der deutsche Staat, das Ungeheuer, nicht. Er kann sich nicht korrigieren. Und seine politischen Leader kennen die Umkehr nicht. Deshalb müssen sie buchstäblich von der ganzen Welt niedergerungen werden. Von zwei Fronten kommen. Die Russen erledigen mit Abstand die meiste Arbeit bei diesem notwendigen Unterfangen. Sie haben mit Abstand die meisten Toten zu beklagen. In Deutschland, nur zwei Wochen nachdem Beethovens Schicksalssymphonie über die Volksempfänger erklungen war, schickt Hitler seinen Mann für die Propaganda vor, Josef Goebbels. Eine lächerliche Figur eigentlich, klein, befremdliche Intonation, naseweißes Gerede. Der kleine Mann mit den eingefallenen Wangen hält am 18. Februar 1943 seine große Rede im Berliner Sportpalast. Quote: Ich frage euch, wollt ihr den totalen Krieg? Wollt ihr ihn, wenn nötig, totaler und radikaler, als wir ihn uns heute überhaupt noch vorstellen können? Ich frage euch, ist euer Vertrauen zum Führer heute größer, gläubiger und unerschütterlicher denn je? Ist eure Bereitschaft, ihm auf allen seinen Wegen zu folgen und alles zu tun, was nötig ist, um den Krieg zum siegreichen Ende zu führen, eine absolute und uneingeschränkte? Endquote. 4.49. Die dumpfe Masse kennt keinen Individualismus. Eine durchsichtige, niederträchtige, abstoßende Hetzrede. Wie entsetzlich klein und würdelos macht sie doch die Hörerschaft. Die ihm dazuhören, geraten förmlich in Ekstase, wie später Teenager bei einem Beatles-Konzert. Die Akklamation berauscht sich an sich selbst. Quote: Führerbefehl, wir folgen. Endquote. Das Individuum geht ganz in der dumpfen Masse auf, wie Alias Canetti es später in Masse und Macht beschrieben hat. Die kollektivistische Ausschaltung der Ich-Grenzen und damit der kritischen Vernunft, der Verantwortung und des Gewissens. Die Masse hat kein Gewissen. Ein soziales System, ein Staat, auch nicht. Wo das Individuum, die Individualität, das Subjekt und seine eingeborene Freiheit und Verantwortung ausgeschaltet ist, ist gleichsam alles verloren. Was soll man machen? Kommunizierende Röhren, der Staat und die dumpfe, amorphe Masse. Wehe dem, welcher der im Wahnsinn verzerrten Fratze des deutschen Staates nicht widersteht und sich an ihr auch noch ergötzt. Der ist verloren und bekommt, was er verdient. You won't get anything you don't deserve. Wir raten unseren Lesern, sich einmal mit den Tonaufzeichnungen aus dieser Zeit zu beschäftigen. Hitler, Himmler, Goebbels, Freisler, Robert Ley. Ganz abgesehen von dem semantischen Stumpfsinn dieses Geredes, stoßen die Stimmen rein phonetisch ab. Dieses Gebell, das rollende R, die stets ins Lächerliche abgleitenden Versuche von Sonorität. Das ist durchaus frappierend, dass eine solche Tonalität überhaupt bei den Menschen Anklang finden konnte. Die gespielte Feierlichkeit musste sich durch jedem unverbildeten Menschen als Unseriosität entlarven. Man stellt sich vor, ein Mensch, der deutschen Sprache gar nicht mächtig, würde sich rein intuitiv von dieser grollenden, hysterischen, penetrierenden Tonalität abwenden. Man hörte sie lange noch in mancher Wahlkampfrede der real existierenden BRD, dieser politischen Wiedergänger. Sie haben sich offensichtlich nicht abgestoßen gefühlt. So populär, quote, wie nur Bier und Beischlaf, endquote,
sei der Führer gewesen, hatten wir von Rolf Hochhuth gelernt. Fremder als ein Stein, solche Vorfahren, solche Zeitgenossen nicht minder. Der Bann dieses Obrigkeitsstaates ist noch nicht gebrochen. Bedrohliche Resonanzräume, die noch immer angeschlagen werden können. Dem Staat ist noch kein Gewissen gewachsen, den sozialen Systemen auch nicht. Das Individuum in seiner Riskiertheit muss sich entscheiden. Wer heute für sich nicht auszuschließen vermag, diesen Rattenfänger damals auf den Leim gegangen zu sein, der weiß nicht, wer er ist und wo er steht. Wer damit kokettiert, vielleicht einem autoritären Charakter entwickelt zu haben, dessen Mangel an Entschiedenheit wird dem nächstbesten Totalitarismus den Weg bereiten. Vielleicht, ja, sehr wahrscheinlich, ist er schon den neuen Rattenfängern auf den Leim gegangen, ohne dies noch recht bemerkt zu haben. Die von Berufswegen Staatstreuen gibt es auch heute noch und ihre Zahl in Verwaltung, Lehre, Polizei, Militär heißt Legion. Sie warten darauf, Weisungen und Befehle entgegenzunehmen und auszuführen. Welchen Inhalts diese Befehle sein werden, ist ihre Sache nicht. Ein Staat, der sich 1948-49 noch in den Trümmern der Hitlerei stehend allen Ernstes die hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums in sein Grundgesetz schreibt, einem solchen Staat ist nicht zu trauen. So, damit für heute genug. Beim nächsten Mal geht es dann mit der Debellation mit diesem Staat wieder einmal zu Ende und ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, dass es dann mit dem alten Gaul des Deutschen Reiches, mit diesem Wiedergänger doch nicht ganz zu Ende geht und wir haben es ja letztlich bis heute damit zu tun und das ist ja auch die Gefahr, von der ich immer rede, weil die Strukturen dieses Staates, von dem wir hier sprechen, über eine geschichtliche Periode von 150 Jahren, diese Strukturen bestehen weiterhin fort und verschiedentlich sprechen wir ja auch eben von der Totalitarismus-Affinität dieser Strukturen. Und ich möchte hier nochmal den Bogen zurückschlagen zu meiner Vorrede, als ich von den Zeitgenossen gesprochen habe, die auf die eine oder andere Art und Weise nicht so richtig zufrieden sind mit der Situation, in der wir uns gerade befinden, die aber genauso wenig einen Plan oder eine Strategie haben, wie wir mit diesem Gemeinwesen wirklich zu individueller Freiheit und gesellschaftlicher Emanzipation gelangen könnten, wie wir eine Krise als Chance ansehen könnten für einen Neuanfang, der den Namen verdient. Und ich habe tatsächlich den Eindruck, wenn ich diese Kreaturen in den unterschiedlichen politisch-weltanschaulichen Lagern beobachte, dass sie eigentlich in der Breite diesen Staat und diese Strukturen gar nicht überwinden wollen, sondern dass sie es so machen wollen, wie es in der 150-jährigen Geschichte dieses deutschen Nationalstaates immer gegangen ist. Sie wollen sich auch diesen Staat und seine Instrumente, die Maschine, das Ungeheuer zur Beute machen und wollen dann ihre Agenda damit durchsetzen. Sie wollen einfach, nachdem sie so lange nicht zufrieden waren, nachdem es so lange in eine Richtung gegangen ist, die ihnen nicht gefällt, die Schalthebel der Macht in die Hand bekommen und wollen dann ihre Agenda durchsetzen. Aber das ist nicht individuelle Freiheit und gesellschaftliche Emanzipation. Das ist die ewige Wiederkehr des Gleichen, die dann nur unter einer anderen Ideologie firmiert und die dann gleichsam über die, die anderer Meinung sind, hinwegwalzt. Es sind die gleichen kollektivistischen und zentralistischen Zustände, die den Individualismus fürchten
anstatt ihn zu fördern. Es wäre dies die gleiche Selbstreferenzialität des Systems. Das Ungeheuer bestünde fort, würde lediglich eine Zeit lang in eine andere Richtung toben und die Chance auf einen Neuanfang und, wenn ich so sagen darf, auf einen qualitativen Entwicklungsschritt wäre wieder einmal vertan. In Freiheit und Verantwortung werden wir und vergehen wir. In Freiheit und Verantwortung spreche ich diese Worte. In Freiheit und Verantwortung nehmet sie an oder verwerfet sie.